Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Kane. Und ja, wir fangen mal mit Gerüchteküche an. Etwas, was hier nun leider auch ab und zu mal mit reinrutscht, denn es ist nicht aus einer sehr vertrauenswürdigen Quelle. Die Quelle hatte zwar zuletzt recht mit Miss Marvel und She-Hulk als Serie, aber ansonsten ist es immer so ein bisschen fragwürdig, weswegen ich es halt wirklich erstmal jetzt nur als Gerücht betiteln möchte. Aber es geht sich mal wieder um Spider-Man und das MCU-Sony-Debakel. Letzte Woche habe ich noch gesagt, ja, Sony hätte jetzt die Tür endgültig geschlossen und auf Wiedersehen, Disney. Wir kriegen das alleine hin. Wir haben Venom, hat super gelaufen. Ich glaube, das hat vor allem gelaufen, weil viele gedacht haben, das hängt mit dem MCU zusammen. Gut, der Film war klasse, hat mir sehr viel Spaß gemacht, also ich will den nicht schlecht reden, ne? Und dann vertrauen die ja total auf Morbius, ne? Also ich würde ehrlich gesagt Morbius abwarten, wie der im Kino ankommt. Und dann würde ich mir Gedanken machen, ob ich mit Disney weiter zusammenarbeite oder nicht, aber okay. Und sie denken, dass Spider-Verse kann eben auch ohne das MCU überleben. Was aber natürlich storymäßig Probleme geben wird, wenn man an Tom Holland weiter festhält in Sachen Spider-Man, weil ja einige Figuren dann dort bei Disney wiederum rechtemäßig liegen. Und ich habe Far From Home noch nicht gelesen, habe aber da was mitbekommen, dass da irgendwas mit dem guten Happy ist, was dann auf alle Fälle schon mal problematisch wird. Und auch mit dem guten Ned Leeds könnte es auch schwierig werden wohl, wobei das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil daran müssten ja eigentlich Sony alle Rechte haben, aber auch die gute Michelle wird schwierig zu bewerten. Also das ist eben doch nicht ganz so einfach, was Sony sich da so vornimmt. Jedenfalls hat Sony jetzt angeblich die Tür wieder geöffnet und hat jetzt Disney ein neues Angebot unterbreitet. Ihr bekommt 30% der Kinoeinnahmen, ich denke mal auch Home-Video-Einnahmen, das weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls 30% der Einnahmen. Müsst euch aber mit 50% an der Produktion beteiligen. Ich denke, da wird immer noch genug Gewinn für Disney rausgeschlagen. Ich weiß nicht, wie das Angebot von Disney aussah, wo sie ja auch nur 30% wollten vor einigen Wochen. Da weiß ich nicht, ob da auch irgendwas mit Selbstbeteiligung drin steckte, weil beteiligen sie ja trotzdem mit ein bisschen was, dadurch, dass sie ja Produktionsassistenten und alles stellen und da überall mitarbeiten, ne? Also es ist schwierig. Ne? Jedenfalls jetzt 30% der Einnahmen, dafür 50% der Produktionskosten. Denn das Weiterem soll aber dann eben auch der Sony Venom auch Teil des MCU sein, was ja Disney letztens auch gesagt hat, können wir machen. Also, so sieht das jetzt aus. Mal schauen, was daraus wieder wird. Aber wie gesagt, ich verbuche das jetzt hier erstmal als Gerücht, ne, aber ich sag's so, wie es ist, diese ganze Sache ist noch lange nicht durch und wer jetzt denkt, ja, das ist alles gegessen, nee, das wird noch Wochen und Monate lang uns weiter beschäftigen, ich wette, bis Spider-Man 3 rauskommt, werden wir da jede, oder zumindest bis Spider-Man 3 in der Produktion ist, werden wir jede Woche da irgendein neues Gerücht zu haben, ne. Ja, kommen wir zu den handfesten News, Tokyo Pop hat Bleach Extreme angekündigt. Und zwar handelt es sich hierbei um eine 3-in-1 Edition von Bleach und ist auf 26 Bände angelegt. Ne? Freue ich mich riesig drauf, soll im Dezember, glaube ich, erscheinen. Und ich hatte auch schon mal Bleach vor einigen Jahren gesammelt, als nämlich die beiden Filme bei Case erschienen sind, hatte ich dann auch mal mit dem Manga angefangen. Und ja, dann kam aber dieser Punkt, wo ich ja den Berufswechsel hatte, wo mit ihm auch einherging, dass ich weniger Geld hatte und ich konnte mich eben nur noch auf einzelne Sachen spezialisieren, das war dann hier drüben und da konnte ich auch nur ganz, ganz schwer wirklich hinterherkommen, weil ich wirklich sehr weit unten war vom Geld und als ich dann wieder mehr verdient habe, kam hier aber Marvel Now in um die Ecke und ja, das war natürlich nochmal eine Nummer so heftig, da bin ich ja richtig Marvel-mäßig eskaliert und nebenher war ja auch noch bei Batman urisch viel los, wo ich auch erst angefangen hatte, ne, wodurch ich die Mangas eben, ja, bis eigentlich vor letzten Dezember eigentlich komplett ignoriert hatte, ne? Und jetzt geht's so langsam wieder los, vor allem eben durch diese Mehr-in-1-Edition. Und damals hatte ich eben auch schon Bleach gehabt, bis Band, keine Ahnung, 18, 20 so in der Drehe. Aber da das eben noch eine damals laufende Serie war, die bereits um die über 50 Bände hatte,
habe ich die Bände damals weiterverkauft. Dasselbe habe ich mit Die Greyman gemacht, wo ich eben auch ganz am Anfang stand. Mit Fairy Tales, da war es egal, da wusste ich eben, es ist nur ongoing. Da war ich eigentlich aktuell Stand, aber es war eben ongoing. Ich wusste, bumm, komm, weg. Also da habe ich so einige Serien dann eben auch einfach weiterverkauft und dazu zählte eben auch Bleach. Aber das hatte mir eigentlich Spaß gemacht. Ich habe es eben verkauft, weil ich wusste, du machst das Ding eh nicht mehr voll. Wäre jetzt Schwachsinn, ne? Bei Belzebub kann ich es ja auch vergessen, was auch so eine Serie war, die ich so gefeiert habe und die ich gerne noch weiterholen würde. Aber die letzten Bände kosten dann auch schon wieder 30 €. Ne? Das ist blöd. Und die anderen kriege ich auch nur zum Coverpreis und nicht mal darunter, die mir sonst noch so fehlen. Bei Bleach, bei Belzebub könnte man da wahrscheinlich auf den einen oder anderen Band auch verzichten. Ne? Jedenfalls freue ich mich da riesig drauf und werde die natürlich mir auch wiederholen. Ne? Ja, also vor allem 3 in 1 und dann Bleach. Richtig, richtig, richtig geil. So, ja, weiter mit Marvel USA. Der gute Mark Waid übernimmt eine neue Doctor Strange Ongoing Serie namens Doctor Strange Shurgeon Supreme. Ihr wisst, mein Englisch ist nicht das Beste, zumindest was die Aussprache angeht. Also nehmt es mir nichts übel, dass ich das wieder mal nicht aussprechen kann. Ne? In der wohl aber mal ein bisschen Doctor Strange gekippt werden soll. Wir wissen ja, er war ja eigentlich Chirurg, hatte dann seinen Autounfall, seitdem konnte er seine Hände nicht benutzen, hat darauf Magie gelernt, in der Hoffnung, irgendwann seine Hände wieder benutzen zu können, was er wohl trotzdem nicht kann und ist eben dann heute eben der Meister der Magie. In dieser Serie soll es wohl nun so sein, dass er wieder Chirurg ist und die Magie wohl in den Hintergrund rückt. Das könnte sogar mich mal interessieren, obwohl es von Mark Waid ist. Und ein Doctor Strange Comic ist und für den interessiere ich mich nicht so sehr, auch wenn mir der erste Jason Aaron Band gefallen hat und der zweite kommt jetzt in der kommenden Woche in der Hachette Sammlung nach einem Jahr endlich mal, ne? Also ich weiß nicht, was da bei Hachette abgeht, ich habe das schon eigentlich schon aufgegeben, habe nicht mehr dran geglaubt, aber da freue ich mich, weil das ja eine fortsetzende Story war, ne? Da freue ich mich drauf, also den er hat mir ihm gefallen, freue ich mich drauf, es weiterzulesen. Ne? Ja, und hier kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass Mark Waid das hinkriegt, weil Mark Waid, egal wie sehr ich hasse ihn ja wegen einer einzigen Sache. Und zwar, dass er komplett die ganze Historie einer Figur ignoriert. Und ja, bei dem Thema Doctor Strange wieder als Chirurg könnte das ja passen, dass er einfach mal alles ignoriert. Ne? Wie gesagt, das ist ja das, für was ich ihn hasse, aber dadurch könnte die Serie vielleicht auch funktionieren. Ne? Muss man dann sehen. Ne? Aber wie gesagt, Mark Waid ist so oder so nicht mein Autor und ich werde ihn auch nie mögen. Jedenfalls nie wieder mögen, weil früher, als er in den 90er Jahren Cap geschrieben hat, das fand ich ganz okay. Ne? Ja, und dann auch für Dezember angekündigt ist die 5-teilige Miniserie Revenge of the Cosmic Ghost Rider von Dennis Hopeless. Gut, da kenne ich mich jetzt gar nicht an. Ich glaube, diese erste Miniserie, die wurde ja beim zweiten oder dritten Thanos Megaband mit veröffentlicht, weil Panini das Material für die Megabände ausging. Ne? Dann haben sie einfach gesagt, komm, wir knallen den Cosmic Ghost Rider da mit rein. Und ich weiß über den gar nichts. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gehört, das soll ja eigentlich Frank Castle sein. Aber ob das so stimmt, ich weiß es nicht. Ne? Ist jetzt auch nichts, was mich so wirklich interessiert, weil mich diese ganze Cosmic-Ecke nicht so interessiert bei Marvel. Und ja, Ghost Rider, weiß ich auch nicht. Gibt interessante Comics, gibt aber auch schlechte Comics. Kann man einfach so abhaken. Und dann, ja, Marvel mal wieder mit einem schönen neuen Event. Ne? Wir erinnern uns, das größte Event nächstes Jahr sollte ja das Event sein, wo der Hulkling auf dem Cover drauf ist, über das wir sonst auch nichts weiter wissen, außer dass das bedeutendste Event im nächsten Jahr sein soll. Das Event, was jetzt hier angekündigt ist für nächstes Jahr, klingt eigentlich noch viel interessanter, und zwar Marvel Incoming. In der wohl sich alle Marvel-Helden verbünden müssen, um einen Killer in den eigenen Reihen zu stellen, der eben wohl irgendeinen Helden getötet hat. Wer getötet ist, wissen wir nicht. Wer der Täter nicht ist, wissen wir nicht. Es soll auf alle Fälle ganz anders dann ablaufen, als wir zum jetzigen Zeitpunkt mit rechnen würden. Und das klingt sogar recht interessant, aber scheint auch nur eine Kopie zu sein von DC in Crisis oder wie das heißt. Muss man auch dazu sagen. Aber das könnte zumindest interessant sein. Klingt so ein bisschen wie Original Sin so von diesem Krimi-Aspekt. Und ja, nehmen wir doch erstmal so hin. Könnte mich auf alle Fälle so mal reizen. Also mit Events hole ich mir dann sowieso, zumindest wenn es die wichtigen Marvel-Events sind. Diese Cosmic-Events lasse ich auch meistens aus, wenn sie nicht direkt im Zusammenhang mit dem Rest des
Marvel-Universum stimmt. Oh, ich rede heute wieder so viel um den heißen Brei. Also kommen wir zum letzten Thema, zu dem ich auch gar nichts sagen kann, aber ich wollte es wenigstens erwähnt haben. Und zwar ist auch für Dezember angekündigt Dark Knight Returns. The Golden Child, ein 48-seitiges Prestige-Heft, also ein One-Shot von Frank Miller, ne, in der es darum geht, dass die gute Carrie Kelly jetzt die Batwoman ist im Dark Knight Return-Universum. Ne? Und da trifft sie unter anderem eben auf die Tochter von Clark Kent und Wonder Woman, also Lois Lane ist wohl Geschichte, und arbeitet mit der zusammen. Und wohl Jonathan Kent wird hier auch eingeführt ins Dark Knight Returns Universum. Ne? Ich denke, das ist auf alle Fälle für die Fans dieser Dark Knight-Reihe sehr interessant. Den ersten Band, ich habe ihn ja jahrelang nicht gemocht. Jetzt beim Reread habe ich sehr viel Tolles dran gefunden. Ich würde es immer noch nicht so als eins meiner Lieblingscomics bezeichnen. Dafür ist es eben doch sehr anstrengend beim Lesen. Aber es hat eben wirklich sehr viele geile Momente, ne? Und sehr viel, was einem zum Überlegen, zum Nachdenken anregt. Ne? Also kann ich auch nur empfehlen, aber die ganzen Fortsetzungen kenne ich bisher nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die auch noch in dieser Reihe irgendwann erscheinen. Ne? Ja, ich müsste den mal da oben auf die Schrankbank packen. Aber es war von Sortieren ja so nervig bei Eagle Moss. Ne? Ja, und damit sind wir mit den News durch und damit gehen wir über zum Unboxing. So, wieder kleines Unboxing mittendrin. Ein wunderschön. Schönes Paket, in einem Top-Zustand ist das hier angekommen. Da freut man sich, ne? Mich wundert, dass überhaupt noch was drin ist, weil hier ist auch alles offen. Ja, gut, was soll es anders sein bei der Verpackung? Es ist die Batman Graphic Novel Collection. Ich bin echt froh, dass sie hier nochmal den Luftpolster drum haben. Der dürfte nämlich das Zeug vor Schaden bewahrt haben. Ja, auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Was haben wir denn da? Im Band des Todes und Batman wird gejagt. Batman wird gejagt scheint etwas Älteres zu sein. Und im Band des Todes würde ich mal sagen, ist etwas neuer. Das müsste, wenn ich das hier so sehe, würde ich mal sagen, das ist, jetzt komme ich nicht drauf, New 52. Gut. Wir drücken kurz Pause und ich befreie den Kram mal von der Folie und wir blättern mal kurz durch, dann kann ich natürlich auch besser einschätzen, was ich da habe. So, da sind wir wieder. Ja, ich bin der Meinung, die Dinger werden halt irgendwie immer dünner, ne? Also hier sind 5 US-Ausgaben drin, aber nach 5 US-Ausgaben sieht mir das nicht aus bei einem Hardcover. Und hier kann ich es wieder gar nicht genau sagen, weil hier ist wieder kompletter Mischmasch drin. US-Batman 18 bis 20 plus 34, hä? Das sind 14 Ausgaben dazwischen. Dann Batman Annual 2 und 27 aus Detective Comics 27, ja. Ja, also wie gesagt, und hier sind jetzt 5 Ausgaben drin, und zwar The Legend of the Dark Knight 11 bis 15. Und ich würde auch sagen, machen wir plättern jetzt mal in den rein, damit ich eine Vorstellung habe, was wir hier haben, ne? Ja, also so alt sieht es auch nicht aus. Ich würde so sagen, auf den ersten Blick mal 80er, warte mal, ich kann das ja jetzt, ich habe ja jetzt Weitwinkel, habe ich ganz vergessen. Ich kann das jetzt viel besser hier mit Blättern machen, ne? Das vergesse ich immer mit der neuen Kamera hier, oder besser mit dem neuen Handy. Ja, sieht auf den ersten Blick ganz ordentlich aus. Warte mal, habe ich da gesehen, was ich gerade gesehen habe? Jo, da ist Selina Kyle nackend. Zwar alles im Schatten, aber man sieht die Nippel. Ist ja auch mal was Ungewohntes, ne? Ja, das sieht recht cool aus. Also, mal schauen. Aber Hugo Strange als Batman, das kenne ich irgendwo her. War das vielleicht schon mal in der DC Graphic Novel Collection drin? Aber nee, das passt nicht. Das passt nicht so ganz. Naja, gut. Und dann im Bann des Todes. Mal gucken, was wir, ob das jetzt hier New 52 ist. Kann es noch nicht sagen. Ja, das müsste New 52 sein. Wenn ich das sehe, da ist Bluebird. Aber ich kann mich hieran gar nicht erinnern. Da, das sieht eher schon bekannt aus. Hm? Auf alle Fälle New 52, auch wenn gerade bei mir sich gar nichts regt in der Erinnerung. Doch, daran erinnere ich mich, daran erinnere ich mich, daran erinnere ich mich, ne? Ja.
Mal schauen. Aber kenne ich eben auch schon und dementsprechend wird das auch dann wieder auf dem. Ah ja, die Story erinnere ich mich. Die war cool. Die war cool. Mit dem ersten Insassen des Arkham Asylum. Das war richtig, richtig cool. Das war aus dem Annuell. Boah. Also kennen wir auf alle Fälle schon. Aber ja, was soll's. Ist alles cool. Nehme ich natürlich alles gerne weiter mit. Und oh, beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit Batman und Robin. Aber eben, ja, wenn ich das jetzt hier sehe, das dürfte dann eben, jetzt fällt mir nämlich Grant Morrison wieder sein. Ne? Das ist natürlich dann schon interessanter für mich. Ne? Ja, gut, zurzeit liegt eh eigentlich so ziemlich, da müsste ich 6 Bände schon auf dem Lesestapel davon haben. Damit wären es nochmal 2 mehr, weil ich jetzt eben gerade was anderes lese, wie ihr im Laufe dieses Videos noch sehen werdet. Ich habe hier aber noch eins. Ha! Ich habe hier noch eins. So, denn hier, ich gehe davon aus, weil was sollte es sonst sein? Außer mir hat jetzt hier jemand Rezensionsmaterial geschickt, das schickt, das glaube ich aber nicht, weil da stand Comic Shop drauf. Hier sollte jetzt was drin sein, was ich eigentlich für diesen Monat eingeplant hatte, dann mich aber dagegen entschieden hatte eigentlich und jetzt habe ich es, wie ich so bin, doch bestellt. Ja. So. Erstmal den Lieferschein irgendwie so, dass man nichts sieht. So. Das nenne ich natürlich schon mal ordentlich verpackt. Pappe oben drauf. Und dann kommt Schutz, Schutz, Schutz. Das ist ordentlich. Und noch mehr Schutz. So. Und dann nochmals. Noch mehr Schutz. So. Und dann haben wir hier Berserk Band 7. Also Max. Nummer 6. Ne? Und Nummer 5. Ja. So. Sonst noch irgendwas hier drin? Werbung oder so? Irgendein Gutschein? Nein, kein Gutschein drin. So. Also habe ich mir jetzt doch noch kurzerhand Berserk 5 bis 7 bestellt, womit das ja, goldene Zeitalter abgehakt ist, wobei das die Story hier drin schon nicht mehr das goldene Zeitalter heißt, aber eben, ich gehe jetzt eben danach, wie das bei den Blu-rays genannt wird, und hier wird eben jetzt diese ganze Story eben zu Ende geführt und müsste dann aber auch dann mit der regulären Story in Band 7 auch schon wieder weitergehen, also mit nach dem. Nach der Rückblende. Ne? Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber jetzt habe ich es doch gemacht. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich ursprünglich eben nicht auf die Max-Reihe umsteigen wollte, sondern die Ultimate-Reihe sammeln wollte, weil da hätte ich alle 2 oder 3 Monate, ich glaube 2 Monate erscheint sie, ein Band gehabt, auch wenn es mich 20 Euro gekostet hätte. Ne? Und hier bin ich eben so, das ist dann sowas, da schlage ich halt ständig zu, weil es sind ja schon 19 Bände draußen und dann kann ich wieder nicht an mich halten und kaufe und kaufe und eigentlich, wie gesagt, waren die 3 ja gar nicht eingeplant mehr. Die waren ja dann gestrichen, weil es einfach schon zu viel wurde und jetzt habe ich sie trotzdem nochmal, trotzdem mir bestellt. Ne? Aber ich muss auch sagen, es macht mir auch so viel Spaß, dass ich da auch eigentlich nicht wirklich weiter drauf verzichten möchte. Ich möchte da wirklich schnellstmöglich auf Band 19 sein, weil es einfach wirklich so genial ist. Richtig kräftiger Kram, ne? Also, boah, ja, ich kann dafür nur schwärmen, ne? Also ist richtig, richtig cool. Oh, fällt nicht um, oh, ihr sagt, es sah doch gerade so schön aus. Weil ich etwas Glück. Naja, als Vorschau nehme ich es eh nicht, aber sieht geil aus, wenn die so stehen, ne? Sind natürlich jetzt auch noch verschweißt, die öffnen nochmal nicht und blättern rein, weil. Da natürlich auch immer ganz schöne Gewaltdarstellungen sind und dann auch ab und zu mal nackte Haut und so. Und das ist natürlich dann auch noch ein bisschen fraglich, das dann nun mit hier reinzuhalten. Ne? Also habe ich mir auch das jetzt hier nochmal geholt, obwohl das eigentlich nicht geplant war. Ne? Na gut, dann würde ich sagen, weiter mit dem regulären Teil des Videos. Da, da, da! Und damit habe ich schon gegen meinen eigenen Vorsatz verstoßen und habe mir ja trotzdem jetzt noch die Berserk-Bände bestellt, aber. Ah, ich kann gerade nicht anders, aber es ist eben, das ist das Problem. Darum wollte ich ja die Ultimate Edition sammeln, damit ich nicht mit einem Schlag da ständig diese Berserk-Bände mir bestelle, die schon draußen sind, ne? Wollte ich mit der Ultimate Edition mitgehen, aber da die einfach so miserabel ist, generell diese Ultimate Edition, und die von Berserk null Mehrwert gegenüber eben der Max-Fassung hat, habe ich es ja nun mal gesagt, ich steige auf Max um, ne? Bei Dreadful Century Boys ist es okay, es sind die Farbseiten drin, die Verarbeitung ist Mist, das haben wir schon festgestellt, aber da freue ich mich drüber, es ist super, ne?
Vor allem eben durch die Farbseiten. Aber bei Berserk sind die Farbseiten nicht drin, damit hat das null Mehrwert in meinen Augen. Und diese PVC-Cover brauche ich nicht. Das große Format, meiner Meinung nach, funktioniert bei Berserk im Großen und Ganzen gar nicht. Außer wir haben so kleine Sprechblasen, wo so viel zu viel Text drin ist und dadurch die Schrift zu klein ist. Da würde ein größeres Format mal helfen. Aber sonst im Großen und Ganzen, die Optik, was nur die Zeichnung angeht, kommt in dem Kleinen besser als im Großen. Ne? So, aus, Ende, Schluss, aus. So, gut. Was habe ich die Woche gelesen? Natürlich habe ich wieder Buslektüre gehabt. Und zwar weiß ich gar nicht, was es war. So, jetzt musste ich die Nummer nachschlagen. Also ich wusste schon, was ich gelesen habe, aber ich wusste die Nummern halt nicht. Also, ich habe gelesen Moon Girl und Devil Dinosaur Band Nummer 5. Ist in Deutschland nicht erschienen, falls da wieder die Nachfrage kommt. Ne? Bei Comixologie, wie immer gelesen, ne? Wilson Fisk ist ja Bürgermeister von New York und ihm sind so einige Schulen ein Dorn im Auge und er möchte die dicht machen, weswegen er in New York eben an allen Schulen Prüfungen durchführt, um eben ja den Wissensstand der Kinder abzufragen und da, wo die ja die Prüfungen am schlechtesten ausfallen, diese Schulen sollen alle geschlossen werden und ansonsten kann er ja auch noch die Wrecking Crew losschicken, um auch noch die Schulen ein bisschen zu zerstören, weswegen das dann ja auch nicht repariert werden kann und so weiter. Also er hat das ganz schön geschickt eingeschädelt, sag ich jetzt mal, ne? Und das alles steht natürlich auch Lunella bevor. Leider hat sie aber ein ganz großes Problem. In letzter Zeit, seit Devil wieder da ist, tauscht sie ständig in den unpassendsten Momenten den Körper mit Devil hin und her. Na, zum Beispiel, sie schreiben gerade eine Arbeit und ja, plötzlich ist Devil in ihrem Körper und sie befindet sich unten in Devils Körper in ihrem Labor. Scheiße. Na, und dann kommt steht so eine Prüfung bevor. Und dann ist das noch nicht alles. Wilson Fisk taucht plötzlich mit seiner Tochter Prinzessin auf. Tochter? Der hat doch einen Sohn, der war Rose und wurde von ihm selbst getötet. Das haben wir alles bei Bendis erfahren, oder? Wo kommt jetzt dieses Kind her? Ja, das ist eben im Endeffekt wieder dieselbe Geschichte wie mit Maya Lopez, Echoes. Na, hieß sie Echoes? Ja, jedenfalls aus der Storyline Echoes. Das ist wieder eine Tochter von irgendeinem ehemaligen Geschäftspartner, den er höchstwahrscheinlich wieder selber um die Ecke gebracht hat, wie wir ihn kennen. Und ja, hat sie jetzt die letzten Jahre in der Schweiz im Internat aufziehen lassen und jetzt, wo er Bürgermeister hat, hat er sich hergeholt und schickt sie hier bei Lunella mit an die Schule. Tut natürlich alles, damit sie möglichst gute Noten da bekommt, ne, zum Beispiel mit einer Prüfung, die bereits geschrieben ist, ne, und so weiter, ne. Also, er mungelt sich da ganz schön rein, ne, die Kleine eckt auch in jeder Ecke mit Moon Girl aneinander, was auch nicht so gut ist, ne, und Lunella, ja, die, ja, auf die ja alle Hoffnungen der Schule sitzen, weil sie ja derzeit der klügste Mensch auf Erden ist, weil Mr. Fantastic wohl zum Zeitpunkt der Story noch nicht wieder da ist, aber selbst dann sagt der Doombot jetzt die Reihenfolge, den Doombot von, also hier, der Doombot von Lunella sagt, cleverste Mensch Munger, zweit cleverste ich, Dr. Doom, dritt cleverste Reed Richards. Ich bin wirklich gespannt, wie man das dann am Ende macht, wenn Reed, also jetzt, ist ja jetzt wieder da, aber wie man das dann mal am Ende auflöst, ne? Wer nun von beiden nun der cleverste Mensch ist, ob nun Munger oder der gute Reed, das wird mich echt noch interessieren am Ende des Tages, ne? Ja, gut, okay. Ich halte auch das Video, was Katz da mal gemacht hat, für größten Schmarrn. Ne? Also wenn dann Lunella oder Reed sind die klügsten. Ne? Okay? So, gut. Jedenfalls switcht sie halt immer mit Devil hin und her. Ne? Und das ist natürlich schlecht. Also will sie dieses Problem aus dem Weg räumen. Und ja, dementsprechend verbindet sie jetzt mit einem technischen Apparat, das sie schnell selbst im Keller zusammengebaut hat, ihren Kopf mit dem vom Devil, um zu schauen, wann und wie das passiert. Und plötzlich verwandelt sich Devil in einen Menschen und wir haben nun Devin Dinosaur als Menschen dabei, der nun aber auch auf Lunellas Schule geht und natürlich relativ tump ist, was natürlich auch schlecht ist, wenn die Prüfung bevorsteht, ne? Und der kann die gute Princess auch schon mal gar nicht leiden, ne? So, ihr wisst, ich liebe Munger, ich wünsche mir die Serie hierher. Auf diesen Band hätte ich verzichten können. Es ist nichts Relevantes, was da drinnen passiert. Die ganze Story ist schmarrn. Ich verstehe immer noch nicht, warum sich Devil plötzlich in einen Menschen verwandelt. Aber das auch nur einmalig. Dann verwandelt er sich irgendwann wieder zurück und danach funktioniert das plötzlich nicht mehr. Die ganze Prinzessin-Story an sich, riesiger Schmarrn. Was will sie denn eigentlich nun hier zu einem
geht sie ins Büro des Direktors, sucht Lunellas Akten raus und will da irgendwas manipulieren mitten in der Nacht. Scheint aber ansonsten eigentlich gar nichts mit den Machenschaften ihres Vaters zu tun zu haben. Und warum die Wrecking Crew mehrfach diese Schule angreift, obwohl sie jedes Mal von dem Dinosaurier eins auf die Fresse kriegen und von dem kleinen Mädchen auch noch, ne, verstehe ich auch nicht. Also es ist schon schlimm genug, wenn man von einem Dinosaurier verprügelt wird. Aber wenn auch noch ein kleines Mädchen 2 von 4 Schlägern, die Hulk-Format haben, die Tor verprügelt haben, und wenn solche Schläger von einem kleinen Mädchen was auf die Schnauze kriegen, da würde ich den Schwanz einziehen und weggehen. Da würde ich nicht wieder hingehen. Ne? Also der Band hat mir, ehrlich gesagt, keinen Spaß gemacht zur Abwechslung. Ich habe das nicht verstanden. Und ganz ehrlich, nachdem nun Devil wieder da ist, ne? Wir hatten ja zuletzt dieses Fantastic Four-Thema, wo eben Moon Girl eben die Fantastic Three angeführt hat mit Sing, also dem Ding, jetzt fange ich auch schon mit diesem englischen Scheiß an, mit dem Ding und der Fackel zusammen, ne, die Fantastischen Vier gegründet hat, hatte sie sich ja dann dort Devil noch dazu geholt und danach hat sie Ben und Johnny ja weggejagt, um wieder ihr eigenes Ding mit ihrem Dinosaurier zu machen und dann kommt da gar nichts bei rum, schade. Ja, und dann habe ich noch gelesen, Moon Girl und Devil Dinosaur Band 6 und das war dann natürlich wieder die Unterhaltung, die ich von Moon Girl und Devil Dinosaur erwarte und liebe und der hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Am Anfang haben wir erstmal eine Weihnachtsstory, also eine One-Shot-Story, die so ein bisschen, die einen anderen Zeichen hat. Das geht so in die Richtung von Calvin und Hoppes vom ganzen Stil her, was zu so einer Weihnachtsgeschichte manchmal auch super passt einfach. Das war ein bisschen knuffliger, ne? Moon Girl und Devil Dinosaur und alle Marvel Superheroes warten am, ich glaube, Central Park. Ich weiß nicht, da, wo mal der große Baum steht in New York. Ich kenne mich da nicht aus. Ich war noch nie dort zur Weihnachtszeit. Ich war noch nie da. Mein Gott, aber so wie es eben in Kevin allein in New York ist. Da ist ja auch dieser große Baum. Und genau dort. Dort sitzt ist Moon Girl und Devil und alle anderen Marvel-Heroen. Und plötzlich stürzt der Schlitten des Weihnachtsmanns ab. Und Moon Girl und Devil reiten dahin, um zu schauen, was los ist. Und müssen sich mit einem geprellten Kobold rumschlagen, der vom Weihnachtsmann gefeuert wurde. Und ja, statt dass Moon Girl aber jetzt gegen den kämpft, sagt sie, wir haben dafür keine Zeit, Devil, komm, wir schnappen uns den Schlitten und wir retten jetzt Weihnachten, ne? Ganz einfach. War eine richtig schöne Story, hat mir richtig Spaß gemacht, ne? Also wenn Marvel die in den nächsten Christmas-Spezial bringt, hole ich mir das. Ich habe ja noch nie diese Christmas-Dinger von Panini gekauft, aber wenn die drin ist, kaufe ich's. Denn die Story hat mir wirklich Spaß gemacht. Und danach haben wir die Storyline, ich glaube, Bad Dreams hieß sie, aber jedenfalls, es geht um Albträume, ne? Und Moon Girl wird eben seit einiger Zeit von Albträumen geplagt, ne? Und in diesen Träumen tritt ihr entgegen ein Junge namens Bad Dream, der angeblich eben ja ein Traumdämon ist, ne? Natürlich nimmt sie das nicht für voll, aber dadurch hat sie keinen erholten Schlaf, sie ist immer nicht ausgeruht, ne? Alles ziemlich bescheiden, ne? Und ja, irgendwann merkt sie aber, dass das in der ganzen Yancey Street gerade so rumgeht, dass dort ständig alle Leute sehr müde sind und sehr schläfrig sind und dementsprechend bekommt sie schon mit, dass da irgendwas nicht stimmt, ne? Und sie spricht dann diesen Bad Dreams dann auch mal im Traum richtig auf das Thema an, ne? Und ja, stellt sich dann heraus, dass es eigentlich ein echter Junge ist, der von Nightmare entführt wurde, um damit die Verbindung zur realen Welt zu schaffen, ne? Und damit Traumwelt und Realität ja verschmelzen soll. Halt Nightmares ewige Feder. Aber Bedroom hat sich eigentlich von Nightmare gelöst und möchte eben ja genau dasselbe. Er möchte trotzdem mit der Traumwelt in die Yancey Street eindringen und damit über diese herrschen, was natürlich Schwachsinn ist, das erklärt nämlich auch Lunella ihm, wenn du in die reale Welt übergehst, dann ist deine Macht hinweg, weil du hast deine Macht nur im Traum, mein Freund, aber das interessiert den jedenfalls nicht, ne? Ja, natürlich hat dann auch diese Traumwelt auch in gewissem Maß auch sehr wohl Einfluss auf die reale Welt, Thema Unfälle, ne? Die eben dann extra so gesteuert werden, also wird Moon Girl, während sie zum Zeitungsstand geht, zum Beispiel von einem Auto fast umgefahren, weil der Fahrer eingeschlafen ist, ne? Aber auch ist es so, dass sie den einen Tag in der Schule einschläft, ne? Und dann plötzlich nackend im Klassenraum wieder aufwacht, ne? Ja, weil plötzlich ihre Kleidung verschwunden ist, ne? Hier muss man aber sagen, Text und Bild passen nicht überein. Im Text redet sie wirklich davon, dass sie komplett nackig ist, dass sie im Geburtskostüm hier nun sitzt, ne? Aber sie trägt natürlich Unterhemd und Schlüpper.
Ich muss sagen, wenn es jetzt natürlich ein Junge gewesen wäre, hätte man ja auch kein Unterhemd angehabt und ich sag mal, ein Schlupper oder so ist egal, weil das sieht man eh eigentlich so nicht oder es wird irgendwo von verdeckt. Ne? Hier geht es eben wirklich darum, bei Mädchen, warum auch immer, ist das ein Problem, wenn der Oberkörper nackt ist, was in dem Alter noch vollkommen irrelevant ist, weil Jungs und Mädchen eigentlich noch genau gleich aussehen. Finde ich immer so schmarrnig. Ne? Aber dann sollte man vielleicht das auch gar nicht in diese Richtung überhaupt schreiben, sondern hätte sich ja was anderes da auch ausdenken können, weiß ich nicht. Ne? Hätte man vielleicht anders machen können. Ne? Aber die Story hat mir im Großen und Ganzen viel Spaß gemacht. Ne? Und ja, das sind die Stories, die auf alle Fälle mir richtig Spaß machen an Moon Girl und David Danosron, wovon ich auch gerne, gerne mehr lesen würde. Aber Panini hält uns ja die Serie nun mal vor, was ich sehr schade finde. Also wirklich, der hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, Band 5 fand ich, also dem konnte ich nichts abgewinnen. War auch so komischer Übergang, weil ich habe da schon ein bisschen was anderes gewollt. Jetzt das Stream-Team wieder vereint, da hätte mehr kommen können. Ne? War mir halt dann doch ein bisschen zu wenig. Ne? Ja, ansonsten habe ich die Woche nur Mangas gelesen. Da habe ich natürlich erstmal gelesen Attack on Titans Deluxe Edition Band Nummer 2 mit Band 4, 5 und 6 von Attack on Titans drinne. Ja, Eren Jäger wurde ja eigentlich gefressen von einem Titan. Und damit müsste eigentlich die Story zu Ende sein. Weil er ist ja die Hauptfigur. Hauptfigur tot, Story zu Ende. Ja, nee, der hat sich in einen Titan danach verwandelt. Er wurde gefressen und ja, danach ist er selbst zum Titan geworden und greift nun alle anderen Titanen, die in die Mauer eingedrungen sind, an, ne? Und ja, schlägt die eben tot. Das verursacht natürlich jetzt Probleme innerhalb des Aufklärungstrupps, der Mauergarnison und der Militärpolizei, denn wenn sich ein Mensch in einen Titanen verwandelt, dann ist das natürlich beängstigend, wenn man sich natürlich vor den Titanen eigentlich hinter der Mauer versteckt, ne? Ja, die meisten gehen davon aus, dass Eren die Menschheit verraten hat, ohne sich Gedanken zu machen, wie das überhaupt möglich ist, ne? Damit haben wir natürlich dann eben ein neues Rätsel. Wieso verwandelt sich Eren in den Titan? Wie wird es da weitergehen? Aber wir haben immer noch eine Mauer, nicht eine Mauer, ein Loch in der Mauer. Und ja, es liegt nun an Eren zu beweisen, dass er auf der Seite der Menschheit kämpft, indem er in Titanenform nun das Loch verschließt. Das Problem ist ja, nachdem er sich nun zum insgesamt dritten Mal in einen Titan innerhalb kürzester Zeit verwandelt, ja, klingt er total aus und greift auch seine eigenen Gefährten an. Das ist natürlich schlecht, aber auch wahrscheinlich nachvollziehbar, wenn man sich mehrfach verwandelt. Der Energieverbrauch ist mit Sicherheit nicht so einfach zu stemmen. Ne? Auf alle Fälle super genial, aber ich kannte das schon, weil ich den Anime schon damals im Japanisch geguckt habe und ich habe auch gestern ehrlich gesagt, also die erste Staffel im Japanisch geguckt habe und jetzt habe ich auch noch gestern, ich habe das auf ProSieben Max aufgenommen und habe auch gestern mal die Aufzeichnungen durchgeguckt. Also bin ich auch schon im nächsten Band theoretisch von der Story jetzt nochmal drin. Ne? Ich hatte ja diesen schönen Aufkleber hier drauf, nicht Aufkleber, diesen schönen Stempel hier drauf und dazu will ich mich auch nochmal äußern. Ich habe mich doch mal an Medimobs gewagt, also geschrieben, ne? Gewandt, ne? Genau, gewandt habe ich gesucht, nicht gewagt, gewandt. Und habe sie jetzt doch mal drauf angesprochen, wie es denn dazu kommt, dass sie mir ein Mängelexemplar, ne, was sonst im freien Handel zum halben Preis verkauft wird, für fast Vollpreis verkauft wird. Ne? Also ja, 22,50 habe ich für bezahlt, 25 Euro kostet es regulär. Ne? Und im Laden, ich denke mal, das Ding, ich glaube, die werden bestimmt nur bei Avell verkauft. Ne? Jedenfalls diese Mängelexemplare kosten ja dann in der Regel die Hälfte oder sogar noch weniger. Ne? Und die wollen von mir hier eben fast Vollpreis. Ne? Die Antwort war nichtssagend, denn sie haben mir nur das geschickt, was bereits im Angebot selbst stand. Mit dieses ist als gut bewertet. Gut heißt, es kann eben auch Menge Exemplar sein. Damit ist für mich nicht erklärt, wie man mir so viel Geld abziehen kann. Und da habe ich ihnen nochmal geschrieben, darauf haben sie mir bisher nicht geantwortet, dass das nicht meine Frage war. Das steht im Angebot, das kann ich selber lesen. Ich möchte erklärt kriegen, wieso man mir ein Mängelexemplar, was sonst einen halben Preis kostet, für fast Vollpreis abzieht. Ne? Ich fühle mich dabei ehrlich gesagt auch über den Tisch gezogen. Ne? Aber ja, darauf haben sie noch nicht geantwortet, außer dass sie eben jetzt eine Bewertung über die Kommunikation haben wollen. Ich werde das mal abwarten und ansonsten werden sie da eine negative Bewertung kriegen, weil ich habe das ja zum Glück über eBay gekauft. Da kann ich auch eine negative Bewertung abgeben, weil ich finde das nicht okay. Ne? Also, ich finde es einfach wirklich frech. Es ist ein
Es ist nichts dagegen, dass es ein Mängelexemplar ist, aber nicht zum Preis für fast Vollpreis neu. Das kann ich nicht akzeptieren, das ist eine Frechheit. Ne? Natürlich, ich könnte es jetzt zurückschicken, dann würde ich es wieder bestellen, neu bestellen, würde am Ende aber wieder diese Ausgabe kriegen. Bringt mir auch nichts. Ne? Ich hätte jetzt schon gerechnet, dass sie sagen, hier komm, kriegst einen 5% Gutschein für den nächsten Einkauf oder sogar, naja, nicht 5%, 5 € Gutschein oder 10 € Gutschein. Aber wie gesagt, also das hier, ich finde es frech einfach. 22,50 für ein Mängelexemplar ist eine Frechheit. Ne? Und dann ja auch noch gebrauchtes Mängelexemplar. Ist ja kein neues Mängelexemplar. Also finde ich schon sehr, sehr frech von Medimops. Ne? Also ich bin ja in der Regel mit Medimops zufrieden, aber mindestens einmal im Jahr schaffen sie es, mich zu verärgern. Letztes Jahr war es das, wo ich das eine Paket gekriegt habe, wo eigentlich jedes Comic beschädigt war. Am schlimmsten der Birds of Prey Band, der dann ja auch noch ein Mängelexemplar war oder so, jedenfalls so einen komischen Aufkleber drin hatte und unten komplett zerrupt war. Also das war ja da letztes Jahr dieser große Ärger, ne, weil sie es nicht ordentlich verpacken. Ne, und dann jetzt sowas, also das finde ich wirklich enttäuschend. Ne? Dann hätten sie das nicht als gut bewerten dürfen, sondern hätten dem Ding eine befriedigend geben sollen oder keine Ahnung, wie das da heißt, ne? Aber eben nicht mit gut bewerten dürfen, wenn das dann eben 22,50 für ein Mängelexemplar ist. Ne? Vor allem hätten sie es eben in einer billigeren und einer teuren Fassung drauf drin gehabt und ich hätte ich trotzdem die 22,50er Fassung genommen, wenn da der Stempel nicht drauf gewesen wäre. Bin ich, glaube ich zumindest. Naja gut, ist egal. Ne? Einfach nur, weil ich eher zu gut greife, als zu irgendwas schlechter. Ne? So. Ja, dann kommen wir zu dem, wo ich gar nicht so wirklich weiß, wie ich da eine Zusammenfassung machen soll. Und zwar habe ich gelesen, Hunter x Hunter, Band 1 bis 10. Ne? Und ja, ich weiß, es heißt nicht Hunter x Hunter. Für die, die jetzt hier klugscheißen wollen, es heißt nur Hunter Hunter. Aber ich nenne es Hunter x Hunter. Ganz einfach, ist einfach so. Ich will nur sagen, ich weiß, dass es anders heißt. Ne? Aber ich nenne es Hunter x Hunter. So habe ich es damals eben erlesen, als es im Banzai erschienen ist. Und so behalte ich das bei. Da kann ich mich einfach auch... Manchmal kann ich mich nicht mehr umstellen. Das ist einfach so. Ja, womit haben wir es zu tun? Jetzt muss ich erstmal irgendwie erklären, was Hunter sind. Ich hoffe, es steht hier vielleicht drin. Ich lese hier einfach mal vor. Tiere, Monster, Schätze, verborgenes Kleinod, Dämonenwelt... unerforschtes Gebiet. Es gibt Leute, die vom Wort Unbekanntes, Unbekanntes magisch angezogen werden. Man nennt sie Hunter. So, gut. Also wissen wir jetzt schon mal, was Hunter sind. Hunter sind halt wirklich Leute, die eben vom Mysteriösen, vom Gefährlichen angezogen werden, vom Geheimen, ne? Und sie sind selbst meist sehr stark, ne? Aber als Hunter, viele Hunter sind auch meist sehr wohlhabend. Vor allem muss man als Hunter eine Lizenz erwerben und wenn man diese Lizenz verkauft, kann man auf sie zwar nicht mehr selber zugreifen. Und derjenige, der die Lizenz kauft, der kann die auch nicht nutzen. Aber wenn man sie verkauft, kann man sein Leben dreimal genießen. So wird es beschrieben. Ne? Das heißt also, wer so eine Hunter-Lizenz hat, ist eigentlich so oder so ein ausgemachter Mann. Ne? Man kann in so ziemlich jedes Land der Welt einreisen, auch wo Einreiseverbote herrschen. Also gut, ein paar Ausnahmen, aber in fast alle kann man einreisen. Ne? Und man ist unbegrenzt kreditwürdig, ne? Mit einem 0% Kreditrahmen. Ne? Also, das sind so ein paar Sachen, die noch nebenher wichtig sind. Ne? Und in dieser Welt lernen wir den guten Gon Freaks kennen. Gon Freaks. Ich sag immer Gon. Ne? Und der gute Gon, ja, der wohnt auf der kleinen Walfischinsel. Da wohnen nur Fischer. Er ist eigentlich, naja, er ist einer von zwei Kindern, aber das andere Kind ist so klein, dass er mit dem eh nicht spielt. Und darum ist er so ein richtiger Naturbursche. Er hat so auch richtiges Feingefühl für die Natur. Ne? Und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann, als er noch kleiner war, so 6 war, ne, trifft er auf einen jungen Hunter namens Kaito, ne, der Gon davor rettet von einem Monster, ich weiß nicht mehr, wie die Viecher heißen, aber ich kann euch das zeigen. So. Eben vor hier so einem Bärenkater gefressen zu werden. Ne? Danach unterhalten sich die beiden und wir erfahren, dass Kaito ein Hunter ist und der Schüler von Gons Vater Jin ist. Von dem Gon bisher gedacht hat, sein Vater ist tot. Und danach fasst der gute Gon den Entschluss, selbst Hunter zu werden und ja seinen Vater zu suchen. Ne? Und 13. Lebensjahr nun abgeschlossen. Er meldet sich zur
Hunter-Prüfung an, obwohl er nicht mal so wirklich weiß, was ein Hunter ist. Ne? Und ja, der erste Teil der Prüfung ist eigentlich, den Prüfungsort zu finden, weil das schaffen schon die meisten nicht. Auf seiner Reise zum Prüfungsort lernen wir erstmal Li Yorio kennen. Ein junger Mann, der eigentlich keine wirklich besonderen Fähigkeiten hat, der Hunter werden will, weil er lernen musste, dass Geld die Welt regiert. Sein bester Kumpel ist gestorben an einer Krankheit und sie konnten sich die Behandlung nicht leisten und er möchte jetzt Hunter werden, um die Hunter-Lizenz zu bekommen und dann über diese sich selbst ein Arztstudium zu finanzieren, um dann eben anderen Leuten eigentlich zu helfen. Aber wir merken immer wieder, er ist wirklich dadurch geschädigt, dass Geld die Welt regiert. Ne? Ja, eigentlich ist er ein sehr netter Kerl und ich finde Li Yorio auch eigentlich eine richtig coole Figur, die eigentlich viel zu kurz in der Serie kommt, weil sie sich bis zu dem Punkt, wo ich jetzt schon gelesen habe, 27, glaube ich, war es. Also generell gelesen habe ich, jetzt habe ich nur Band 1 bis 10, aber bis Band 27 hatte ich ja schon nochmal, sich eigentlich nicht wirklich weiterentwickelt, muss ich einfach so sagen, ne? Und gleichzeitig lernt der gute Gon noch Kurapika kennen, den letzten Überlebenden des Kurta-Stammes, welcher von den einer ja, geheimen Truppe namens den Illusionisten oder auch Phantomtruppe oder auch Spinnen genannt, ausgelöscht wurden, denn die Kurtas haben eine ganz besondere Eigenschaft. Immer wenn sie aufgeregt, nervös oder wütend sind, verfärben sich ihre Pupillen rot. Und wenn sie in genau diesem Zustand sterben, bleibt diese Farbe ja erhalten im Augapfel. Und darum wurde eben wirklich das ganze Volk ausgelöscht. Und die Augen werden nun auf der ganzen Welt gehandelt. Und er hat sich vorgenommen, die Illusionisten zu jagen, zu töten und alle Augen wieder zu bekommen. Ne? Finde ich ein sehr heroisches Ziel, auch wenn es von Rache getrieben ist. Und zusammen suchen nun diese drei den Prüfungsort auf, ne? Und sie werden ihn natürlich auch finden und dort treffen wir auf die nächste Hauptfigur, die auch für diese Serie dann generell noch sehr wichtig ist, den guten Killua. Killua ist wiederum der Sohn einer Auftragsmörderfamilie, einer weltberühmten, der Zodiac-Familie, ne? Und ja, er möchte nicht im Familienunternehmen mehr tätig sein. Er hat zwar schon sehr viele Leute getötet und ist ein Meisterkiller, aber er möchte das nicht mehr und ist von zu Hause abgehauen, hat vorher noch Mutter und Bruder tödlich verletzt, also tödliche Wunden zugefügt. Sie haben überlebt, aber er hat es ihnen zumindest mal gegeben und möchte nun ja eigentlich nur aus Lust und Laune Hunter werden, weil er denkt, mit der Hunter-Lizenz kann er vielleicht es sich etwas einfacher machen, wenn er seine Familie irgendwann mal festnimmt und von dem Kopfgeld dann leben möchte. Ne? Ja, eine richtig schöne Hassliebe, diese Familie. Ne? Und diese vier bilden sozusagen das Team für die Hunter-Prüfung. Ne? Die Hunter-Prüfung besteht aus mehreren Abschnitten. Wir haben zu einem ersten Mal einen sehr, sehr ausführlichen Dauerlauf durch ein Höhlensystem, der dann ins Freie geht, in einen tödlichen Wald, ne? Den man eben auch noch überleben muss. Und danach geht es dann weiter mit einem Kochduell, wo man sich natürlich erstmal fragt, hey, Kochduell. Aber es gibt eben auch Hunter, die eben exotische Lebensmittel suchen und das auch an gefährlichen Orten. Und so müssen eben auch die Hunter in dieser Sache ihr Können beweisen im Kochen und eben auch auf der Jagd nach seltenen Lebensmitteln. Ne? Und danach ja, kommt ein riesiger Kampfturm auf unsere Freunde zu, oder besser gesagt ein kleiner Prüfungsturm, der sehr, sehr hoch ist. Und in einem Team muss man diese Prüfung bestehen. Man muss durch diesen Turm ganz viele Fallen warten auf einen und auf unsere Freunde, vor allem auch ein kleines tödliches Kampfturnier mit gefährlichen Killern aus aller Welt. Ne? Und ganz am Ende steht noch ein, naja, nicht ganz am Ende, am vorletzten steht noch ein Überlebenskampf auf einer Insel bevor, wo eben ja die Kontrahenten mindestens halbiert werden sollen, indem sie sich gegenseitig ihre Nummernplaketten klauen, ne, und um insgesamt 6 Punkte zu bekommen. Man hat erstmal eine eigene, die ist 3 Punkte wert. Dann zieht man per Zufall eine Zielperson, die eben ja auch genau 3 Punkte hat. Und wenn man eben seine und die der Zielperson hat, Plakette, also die Plakette von der Zielperson, hat man 6 Punkte, hat man bestanden, muss aber trotzdem noch eben ja diese
10 Tage oder was waren, trotzdem überleben auf dieser Insel und eben sich die Plakette nicht wieder abnehmen lassen. Ne? Also man kann nicht frühzeitig diese Prüfung beenden. Ne? Es reicht aber auch, wenn man noch eben Plaketten von anderen Teilnehmern klaut. Die sind dann jeweils ein Punkt wert. Ne? Dementsprechend wird es auf alle Fälle mehr noch als halbiert. Und ganz am Ende steht ein kleines Turnier im Ausscheidungsformat unseren Freunden gegenüber. Während der Prüfung trifft hier Gon sozusagen seinen persönlichen Nemesis, aber wohl auch gleichzeitigen Freund. Es ist sehr schwer, dieses Verhältnis aufzuklären, und zwar Hisoka. Hisoka ist ein irrer, durchgedrehter Zauberer-Clown, der es sehr lustig findet, Menschen zu töten, und das erregt ihn auch total, ne? Und ja, dabei gerät er auch mit Gon und unseren Freunden aneinander. Aber er ist so überrascht von unseren Freunden, dass er sie am Leben lässt, um zu sehen, was aus ihnen noch wird, und sie dann erst töten will, wenn sie noch stärker und mächtiger geworden sind. Also er möchte sehen, was aus ihnen wird. Und dann möchte er sie töten, wenn es sich so wirklich lohnt. Ne? Und ja, dabei wird Hisoka uns eigentlich in so ziemlich jedem Arc von Hunter x Hunter immer wieder begegnen, aber dann eigentlich immer meist als Verbündeter, ne? Obwohl er eben wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Killer ist. Und das wird sehr deutlich, vor allem in diesem klassischen Prüfungsarc, ne? Nach der Prüfung, ich werde jetzt nicht sagen, wer bestanden hat und wer nicht bestanden hat. Es werden nicht alle bestehen, die Prüfung, ne? Aber man kann ja im nächsten Jahr wieder teilnehmen. Ist also nicht das Thema. Bleiben Gon und Killua zusammen, ne? Während Kurapika und Liorio erstmal, ja, heimreisen. Also Liorio möchte dann eben sich daran machen, Arzt zu werden. Und Kurapika eben begibt sich weiter auf die Jagd nach den Illusionisten. Aber dazu hat er sogar ein paar wichtige Informationen von Hisoka selbst bekommen, was auch noch ganz, ganz wichtig ist. Aber Killua und Gon bleiben zusammen, ne? Und ja, nehmen am sogenannten Kampfturm teil. Ein Turm bestehend aus 260 Stockwerken oder 250 Stockwerken, ne? Und ja, dort kann man eben sich mit den Besten der Besten auf der ganzen Welt duellieren. Und Gon möchte hier vor allem teilnehmen, um stärker zu werden, um besser zu werden, um irgendwann Hisoka besiegen zu können, ne? Und Killua möchte einfach nur Geld verdienen und seine Zeit mit seinem neuen besten Freund Gon verbringen, ne? Dieser Arc hat ein paar Schwächen, muss ich jetzt dazu sagen. Ich finde dieses ganze Thema mit diesem Kampfturm richtig genial. Das Kämpfen geil, alles super. Aber hier lernen Killua und Gon neue Fähigkeiten, und zwar das sogenannte Nen. Und das besteht dann noch aus vier Unterarten, ne, die zusammen eben das Nen bilden, ne? Und das wird uns haarklein erklärt, wie das funktioniert, und das immer wieder. Und dann wird uns sogar einmal sogar Falschinformationen absichtlich gegeben, die uns auch noch haarklein erklärt werden. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als Ki, ne? Oder Chakra oder Fluidum, und wir machen da so einen riesen Wischwasch daraus, uns zu erklären, wie jetzt die Kräfte in dieser Welt funktionieren. Und das ist teils extrem ziehend, und immer zuwider kommt da irgendeine neue Erklärung, und das geht dann teils 3 Kapitel lang, wie uns das erklärt wird, und das ist bei diesem Arc sehr, sehr schleppend, ne? Ja, und danach erwartet uns der sogenannte Yorkshin-Arc, ne? In dem sich unsere Freunde, eben Killua, Gon, Liorio und Kurapika, wieder treffen in der Stadt Yorkshin, wo eine große Auktion stattfindet von der Mafia, größtenteils Organisation, auf der unter anderem eben die Augen des Kurtas-Stammes verkauft werden. Aber unsere Freunde haben von Hisoka erfahren, dass die Illusionisten auch bei dieser Auktion da sein werden. Und unsere Freunde wollen hier natürlich nun die Illusionisten stellen. Zusätzlich hat der gute Gon jetzt von seinem Vater ein Paket überreicht bekommen. Also nicht direkt von seinem Vater, sondern eigentlich von seiner Ziehmutter. Hat er ein Paket von seinem Vater bekommen, in dem man erstmal eine Kassette gefunden hat, in der uns der gute Jin erzählt, er möchte Gon niemals treffen. Und wenn
Gon ihn treffen will, muss er eben sich als Hunter beweisen, ne, und ihn eben klassisch suchen. Ansonsten ist da drin eine klassische Memory-Karte von einer Spielestation, die sogenannte Joy Station, ne, auf der nur ein Speicherstand ist, und zwar von einem Spiel namens Great Island. Ein Spiel, was es nur für Hunter gibt und Realität und virtuelle Realität verknüpft, ne, und eben darum nur für Hunters bestimmt ist. Und man kann in dem Spiel eben dann auch sterben. Und noch ein Ring, der aber auch mit diesem Spiel zusammenhängt. Und ja, es sollen Kopien von diesem Spiel auch auf der Auktion in Yorkshire verkauft werden. Und damit haben unsere Freunde einige Ziele nun hier. Erstmal die Augen zu bekommen, die Illusionisten zu besiegen und eine Kopie von Great Island zu bekommen. Und mitten in diesem Arc stecke ich jetzt. Das ist ein sehr umfangreicher Arc, ne, der auch, ja, ein paar, ich sag mal, so ein paar Handlungsstränge haben, die man ruhig hätte wegkürzen können, die nicht wichtig sind. Zum Beispiel werden hier die sogenannten Nennbiester eingeführt. 12 Menschen, die sich ja nach Tieren benannt haben und im Auftrag der Mafia arbeiten und eben die stärksten Nennnutzer sein sollen, die es gibt. Sie werden von den Illusionisten mit einem Wisch weggefegt und man fragt sich, haben wir jetzt diese Figuren überhaupt gebraucht? Ne? So wie noch ein paar andere Sachen, wo ich sage, ja, das hätte man noch ein bisschen kürzen können, aber gerade dieser Yorkshire Arc, dadurch, dass er so verzweigt ist, dadurch, dass so viele Aufgaben auf unsere Freunde warten, ist extremst spannend. Also gerade diesen mag ich, er ist aber auch ein bisschen politisch, ist also nicht so eingängig wie jetzt die anderen beiden Arcs, wo es wirklich dieses klassische Schonen, Kämpfen, Fighten, Überleben, Stärkste werden ist, sondern hier ist es schon ein bisschen mehr Grips gefragt, ne? Ich liebe Hunter x Hunter auf eine ganz besondere Art. Ich bin ja ein Riesenfan des Manga-Magazin Banzai's, wo ja Hunter damals gestartet ist mit Naruto, Shaman King, DNA 2 und Zandland. Später kam noch Yu-Gi-Oh! Dazu, Hirako no Go, Nico Majin, wo wir aber ja nur einige Kapitel hatten, weil Akira Toriyama da bis heute, glaube ich, sogar noch Kapitel immer mal zubringt, aber in sehr großen Abständen. Ne? Das ist halt eine Kurzgeschichtensache, die Nico Majin-Reihe. Und dann hatten wir testweise die Serie East drinne mit 4 Kapiteln und Black Cat auch mit 4 Kapiteln. Und wir hatten Dr. Slump Neues aus Pinguinhausen, kurz leider nur drinne. Das war nämlich ein farbiger Manga. Und ja, das war zu teuer für die Produktion und ist dann leider irgendwann rausgeflutscht und wurde leider auch nie in Manga, also in Trade-Form bei uns veröffentlicht, was ich bis heute sehr schade finde. Also Hunter x Hunter ist ehrlich gesagt von diesen ganzen Banzai-Serien heute meine Lieblingsserie. Das hatte ich ja in dem Unboxing dazu letztens ja auch schon gesagt. Das ist wirklich heutzutage meine liebste Banzai-Serie war. Früher war es ehrlich gesagt die, die ich am wenigsten gemocht habe. Aber heute ist es die, die ich wirklich am meisten liebe und schätze. Wo ich vielleicht auch noch sagen muss, wo ihr euch ein bisschen durchkämpfen müsst, falls ihr mit der Serie wirklich anfangt, ist wirklich der erste Band. Nämlich die ersten 3 Kapitel gehen sehr schleppend. Man versucht uns eben wirklich erstmal Gonzo vorzustellen. Und ich muss sagen, das ist alleine schon sehr hakelig. Aber als er dann die Walinsel verlässt, um eben nun direkt Hunter zu werden, und uns dann wirklich erstmal haarklein erzählt wird, was überhaupt Hunter sind, was ihre Aufgaben sind, ne? Und man versucht das mit irgendwelchen lächerlichen Kämpfen noch in die Länge zu ziehen oder ich weiß nicht. Also irgendwie funktioniert diese ersten 3 bis 4 Kapitel, die funktionieren nicht, ne? Aber ab dem Moment, wo die Prüfung richtig losgeht, ne? Ab dem Moment, wo Killua dabei ist, ne? Hisoka dazu kommt. Ab dann ist die Reihe meiner Meinung nach richtig genial. Klar, wir haben nochmal diesen kleinen Schwachpunkt während des Kampfturms, wo dann eben so viel mit diesen Nen erklärt wird. Ne? Aber alles abseits dieser Nen-Erklärung ist auch da so genial. Diese Kämpfe sind geil. Ne? Also ich finde, Hunter x Hunter ist wirklich eine richtig geile Serie. Ne? Ist jetzt nicht ganz so schnell flüssig zu lesen wie, ich sag mal, der Bruder Naruto, für mich ist ja Banzai, das ist ja für mich eine Familie, ne? Naruto ist da etwas schneller zu lesen, aber ich finde diese Serie trotzdem einfach ein Ticken besser als Naruto, welche danach bei mir gleich käme, ne? Zumindest im Manga, nicht Anime, ne? Den Naruto-Anime kann ich nicht leiden, ne? Aber im Manga finde ich Naruto auch richtig, richtig klasse, soweit wie ich es bisher habe, ne? Gut, ja, und das wäre es, was ich dann die Woche so gelesen habe. Und damit würde ich sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!